King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, was Tekken 8 anbelangt, denn die Klaus Beta ist hier zu seinem Punkt der Aufnahme in Gange an diesem Wochenende. Und ich nehme hier so eine Session mit. Wir bleiben bei Xiaoyu an. Und ich werde jetzt ein paar Rangmatches machen, beziehungsweise, ja, ich werde schon hier, Rangmatches machen. Wir werden uns kurz mal diese Lobby hier ansehen, die sehr individuell angepasst wurde. Also die funktioniert schon deutlich anders und auch das Gameplay hat sich auch geändert, denn da haben sich ein paar Systeme... Nein. Ja, denn da haben sich ein paar Systeme geändert. Oh, Musik ist zu laut. Wegen dem, wie nennt sich das, das Heat-System. Das hat sich deutlich geändert. Man kann jetzt um die Tekken Kampf Launch auch rumgehen. Man kann direkt so schnell Ranglistenspiel machen. Man kann sich hier auch seine Community angucken. In der Freundesliste kann man gucken, wer alles die Tekken 8 Close Beta teilnimmt. Salvation Tenchi ist zum Beispiel schon in Europa 1, wie man jetzt hier sieht. Taxi 3, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber hier kann man zum Beispiel sehen, yo. Ach, da, ach, hier. Tai Shura. Taxi 3. Jedenfalls, ja. Man kann jedenfalls das Kampftutorial hier sehen. Oh, Kazuya hat mal seinen Villain-Anzug an. Nicht schlecht. Sonst Neuigkeiten, der Zeitplan, ne, dass man sieht, wann was gewartet wird. Ja, mal gucken, wie wir das jetzt lange machen. Wir gehen mal kurz in die Tekken Kampf Launch. Ja, ich habe mich hier Arukas genannt, weil endet hier mein DK als Game Stage 5 nicht an oder DK Game Stage 5. Europa. So, damit wir hier ein bisschen rumrennen. Ja, das ist hier mein Avatar. Ziemlich nah mir hier so ein bisschen nachgestellt. Man wird hier so durch die Gegend laufen. Es soll, der Grund dieses Designs ist hier die Arcade-Kultur hier zu zelebrieren, weil wir wissen alle, also manche, die natürlich Harada verfolgen. Er ist ein großer Verfechter dieser Zeit, weil Arcades bringen ja die Leute zusammen. Hier auch ein paar nette Easter Eggs, zum Beispiel hier das Tentakel-Design aus Tekken 7, hier oben von Yoshimitsu. Mal gucken, was hier noch so für ein paar Easter Eggs auch sein werden. Das wird aber sich bestimmt bis zur Vollversion ändern. Die haben ja noch sehr viel Zeit. Ja, und hier spielt einer auf dem Schneidersitz hier online. Iron Fist Outfits. Na, dann kann man wahrscheinlich seine Outfits hier nochmal ändern. Ich habe mir... Oh, das ist auch nett. Halt so ein bisschen umgucken. Ja, das ist halt so ein kleiner... Man kann es sagen, ein Hub. Aber mit einer Designentscheidung. Mit einer Designentscheidung, die ein bisschen mehr Persönlichkeit haben soll. Man sieht ja, man sieht nicht so einen Dome hier. Da folgt so ein bisschen dieses. Man könnte jetzt sagen, wir sind in diesem Dome von Tekken Tag Tournament 2 drin, den man am Anfang gesehen hat. Wir sind jetzt hier drin. Kann man so sagen. Und leider kann man den nicht ansprechen. Und da unten wird es weitergehen. Mal gucken,
Aber auf jeden Fall, hier soll die Arcade-Kultur schön zelebriert werden. Tekken Dojo, hier soll natürlich das Training sein. Aber leider ist hier nichts im Gange, weil für die Vollversion finde ich schade. Finde ich sehr schade. So, und hier sind die Arcades. Das ist schnelles Spiel. Ja, hier sind irgendwelche Gruppenkämpfe. Genau, die Fight Lounge. Ja. Es gibt auch einen Bereich, ich glaube, das war hinter der Arcade, wo man hier direkt zu Tekken Ball gehen kann. Gehen wir mal. Weiß nicht, kann man Tekken Ball hier spielen? Anscheinend nicht. Aber ja, Tekken Ball, ein Minigame, bekannt aus Tekken 3, wird wieder zurückkommen. Man weiß nicht, ob sie dann noch später Tekken Bowling reinbringen. Ja, das ist schon alles ziemlich niedlich gemacht. Ne? Yo, man kann einfach mal chillen. Das ist schon alles, ja, das ist schon alles sehr nett. Ja, ne? Ich meine, klar, man kann jetzt sagen, nach dem Release von Street Fighter 6, da hat sich Harada stark inspirieren lassen, obwohl Tekken und Street Fighter, also Street Fighter 6, also SF6 und Tekken 8, denke ich mal, irgendwo in der gleichen Zeit angefangen haben zu entwickeln. Ja, aber wir wollen ja jetzt ist mein Charakter nicht da? Das ist aber schade. So, wo ist Xiaoyu? Natürlich das letzte Ding. Ach ja, dass man die Kleider auswählen kann, finde ich toll. Das Weihnachtskostüm, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es nett. Das Tekken 7 Outfit. Man hätte, ich hoffe, die bringen auch so die Designs aus Tekken 4 und den älteren Tekken so rein, weil die wirklich gut aussehen in der Engine. Mir gefällt tatsächlich diese Farbpalette. Ja, wir gehen in den Ranglistenmodus. Was den Netcode angeht, da muss ich schon sagen, ich habe gestern nämlich ein bisschen reingespielt. Verbesserungswürdig. So, Suche starten. Wollen wir mal gucken, wie wir uns schlagen? Weil ich habe gestern nur schnelle Spiele gemacht, um ein bisschen einzuspielen. Aber so ganz feinschliffmäßig ist das noch nichts. Round 1. Fight. Oh.
Bam, bam, bam. Ja, die haben persönliche Stecks. Das kann ich nicht brechen? Wow. Er gibt mir ein Cancel. Wow. Kein Rückkampf. Na super. Ha. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Okay, unser nächster Gegner an Claudio. Och Mann, 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 Mann. Round two. Fight. Gott, nervt mich dieser Charakter. Mann, Mann, Mann. Meine Fresse, dass ich da nicht rankomme. Oh. Ah. Meine Fresse, der Typ geht mir auf den Sack. What?
worden. Viele Safe-Zeug hat er wieder. Diese, oh nee, jetzt macht er auch die leichte Steuerung. Tschüss. Einfach geradeaus. Komm. Okay, er cancelt für mich den Rematch. Sehr schön. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Yo, Najun, das wird auch schwierig. Aber ja, wir haben sehr viel Varianz. Round 1. Fight. Konter. Konter, die ganze Zeit. Ach, Leute. Oh, Mann. Und Konter wieder. So, einmal hinlegt. Bitte was? Da, komm da. Oh, ich glaube, June wäre jetzt heftig. Er ist schon, glaube ich, der dritte Jun, wo ich Probleme habe, weil, ey, das ist absurd, was die kann. Ja, das ist mega absurd. Ja, tut mir leid, dass es so grob war. Am Arsch. Los. Hey, das und so wollte ich gern sehen. Hallo? Alter. Alter. Yo, klar. Oh, das ist krank. Ich kam nicht raus. Oh ja, klar. Kann die im Post sein? Das ist Stunblock! Wow! Ich komm nicht ran. Ich komm einfach nicht ran. Oh Mann.
George, geil! Geil, ich kann nix machen. Die Alte kommt immer zwischendurch. Nee, kann's vergessen. Also gegen die werde ich Probleme haben. Oh, shit. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Oh Mann. Ah, so. Gegner Azucena, wird's schwierig. Round one. Fight. In die Fresse. Round 3. Fight. Okay, dann haben wir mal gewonnen. Okay, willkommen. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da so machen soll. Schwierig. Oh. So, und wieder an der Wand. Mann, Mann, Mann. Ja, klar. Mann, ey! Ich verstehe manchmal die heftigen Confirms.
Wollen wir mal gucken. Fight. Boah! Immer noch! Back, der springt weg! Klar! Das ist safe? Ach komm! I don't get it wieder. Ich versteh's nicht. Wie kann das sicher sein? Auf Block. Versteh ich nicht. Ja. Oh Mann. Ja, da wird man sich noch einspielen müssen. Nee. Ich will auch mal. Du, das spiele ich auch simpel. Ist mir egal. Ja. What? Ja, einfach so. Ach komm. Einfach so. Echt. Weiter dann. Yeah. Okay. Dann wollen wir weiter schauen. So. Eine weitere Azusena. Ja, alle finden dieses Outfit geil. Okay, gut Druck gemacht. Sehr schön. Fight.
Command trap? Wow! Ah, der bleibt. Ah, bleibt er weg. Okay. Oder sie. Meine Güte. So. Let's go. Yo. Round one. Fight. What? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was? Irgendwie macht er mir mehr Schaden als jetzt. Provokation. Ja, ich weiß nicht, da komme ich irgendwie nicht ran. Schon lustig. Okay. Dann wollen wir mal. Round 1. Fight. Yeah.
Ah! Ey, diese Griffe blocken bei Tekken. Das ist manchmal echt. Sag mal, ist die in irgendwas nicht sicher mal? Das kapiere ich nicht. Keine Ahnung. Ah. Easy. You win. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Fight. Oh, ein Horang. Da wollen wir mal. Den werde ich mir auch ansehen in der Vollversion. Weil er sieht auch sehr interessant aus. Bitte was? What? Bitte was? So schnell kann man einen Kampf verlieren. Verdammt. Nein, los. Ah ja, ich versteh's nicht. Ja.
Bitte was? Ich verstehe nichts. Warum kriege ich ihn nicht? Boah. Der ist immer ein Plus oder sowas. Er kann weitermachen. Was ist das? Was ist das denn? Klar, klar, ey! Alter! Ich hab keine Ahnung, Leute. Oh Mann. Okay, sehen wir uns beim nächsten Teil. Oh Mann, wie ich keine Ahnung hab. Oh man, Feng. Let's go! Round 1. Fight! Was? Ich komme nicht raus. Ich komme einfach nicht raus. Ich weiß nicht, was man machen kann. Ah, ist das blöd. Warum darf der weitermachen? Aha. Nee, ganz ehrlich, ich hab hier gar nichts hier. Oh. Nö. Komm nicht raus. Komm nicht raus. Oh. Keine Möglichkeit, irgendwie da rauszukommen. Ich kann auch zwischen den Kombos gefühlt nicht zwischenschlagen. Verstehe ich nicht ganz. Guck mal, der ist sauer aktiv. Warum? Da bin ich im Plus eigentlich, aber auch gut. Klar. Oh, das ist nervig. Yeah.
Entschuldigung, aber das muss man hier benutzen. Das ist sonst unmöglich. What? Kann man rauskommen? Nö. Nö. Einfach. Einfach draufkloppen. Geht schon. Ah, Mann. Sag mal, der hat doch Lücken. Bin ich bescheuert? I don't get it. Der hat doch Lücken, Mann. Ah, oh, das ist... Das ist doch bescheuert. Na, okay. Sehen wir uns beim nächsten Fight. So, ein Jin Kazama. Manchmal verstehe ich es nicht. Manchmal hast du da eigentlich Lücken, wo du reinhauen könntest, aber... Keine Ahnung, dann musst nur geradeaus gehen. Irgendwie verstehe ich das manchmal nicht, aber gut. Ja. Round 1. Fight! Na, natürlich, natürlich, gleich raus. Nee. Nee. Round 3. Fight. Tschüss. Ach komm. Round 1. Fight.
Round 3 Fight Ja, Schaden. Ja, den haben wir. Sehr schön. Okay, dann machen wir noch einen Fight. Letzter Kampf für diese Session ist gegen Raven. Wollen wir mal gucken. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das hier Gatling-Kombos sind oder... I don't get it. Das war aber klar. Leute, ich mach gar nichts, ne? Ich kann gar nichts machen. Nix kann ich machen. Ich hab nur auf die Fresse bekommen. Geil. Ah, meine Güte. Kannst ja nichts machen. Ja, aber so sind wir ein bisschen mehr vom Raven. Was sollen wir machen? Let's go. Round 1. Fight. Wie das nix bringt, dieses Umleiten. Hier. Ich mach es. Und er trifft nicht. Oh. Ja, ich komme raus. Keine Ahnung. Round 2. Fight. Ich kam nicht raus. Alter, das ist unfassbar. Das ist so, als würde ich stehen bleiben. Aber ich kann nichts machen, weil alles, was er macht. Ich verstehe es nicht. Wir können leichte Schläge zu einer Combo führen. Ja klar. Ach komm. Oh Mann.
Okay, Leute, das wär's mit der ersten Session Tekken 8 Closed Beta. Ich verstehe gar nichts. Manchmal, wir müssen uns sowieso ein bisschen rein üben, aber meine Fresse, irgendwie verstehe ich nicht, dass es keine Lücken gibt oder was auch immer. Naja. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen da und singelt dann bitte, damit ihr uns hinterlasst ein Abo, damit ihr absolut nichts verpasst, wenn euch nicht nur mein Tekken-Zeug gefällt oder gar Fighting Game. Okay, ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns, wenn es wieder heißt Get Ready for the Next Battle.